nach dem Westen und besichtigen die westlichste Stadt Russlands, Pillau. Und über Pillau werde ich Ihnen noch erzählen, aber jetzt ein bisschen so über die Straße, die wir jetzt fahren. Und wir fahren zwar in den Gartenstadt Marauenhof. Links steht die Neuapostolische Kirche. Diese Kirche ist bei uns sehr aktiv. Ach, das ist die hier. Die habe ich ja. Und noch im 17. Jahrhundert hat der Kaufmann Marauen hier ein Grundstück für das Gut gekauft. Und dieser Stadtteil war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts von der Stadt durch einen Bodenwall abgetrennt. Und wenn alle Bodenwälle eingeebnet wurden, entwickelte sich dieser Stadtteil ganz rasch. Schauen Sie bitte mal nach links, nach rechts. Da stehen alle alten Häuser, noch aus der deutschen Zeit. Der Krieg hat sie verschont. Solche Gartenstädte, die rundum wie ein Kranz ja, so unsere Stadt umfassen, also, sie sind sehr gut erhalten geblieben. Also einige brauchen so die Renovierungen, die anderen sind schon renoviert worden. Hier stand, das war die Herzog-Albrecht-Allee und an dieser Stelle, wo wir jetzt fahren, stand die Herzog-Albrecht-Kirche. Das Gemeindehaus links ist erhalten geblieben und rechts sehen wir das Denkmal für Ernst Thälmann. Also. Ja, es ist Thälmann, rechts ist das Gebäude der Bank Moss. Zwei Städte mit einem solchen Straßenbahnlinien, also mit schmalem Spur. Pjatigorsk im Kaukasus, das ist meine Heimatstadt, ja. Und Kaliningrad. Mensch, das kennt er. Oh, das ist ja aus hier. Und ich zeige Ihnen jetzt das zukünftige deutsche Konsulat, links im Bau. Im Baugerüst, links. Wir haben schon so ein deutsches Konsulat im provisorischen Gebäude. Deutsche Visa werden hier ausgestattet, aber das soll das vertragen. Und wir sind jetzt auch in der Heimatecke von Ljudmila Putina. Ja, da steht nicht dabei. Sie hat so in der Schule Nummer 8 gelernt. Das ist nach rechts, ein Kilometer weiter. Und sehen wir hier den Oberteich und nach der Initiative von Ljudmila Putina wurde der Oberteich verschönert. Eine Promenade wird gerade angelegt und ein schöner Park für Kinder und Jugendliche, Unterhaltungspark, schon gebaut, fertig gebaut. Also alles für die Kinder. Hier gibt es sogar so eine kleine Stadt für ganz kleine Autofahrer. Ab 3 Jahren kann man hier kleine Autos fahren, rechts. Mit allen Straßenzeichen und Stadtobjekten, Ampeln. Hier in diesem Park. In diesem Park ist auch, so rechts sehen wir jetzt, ein richtiges Palast in besten russischen Traditionen des Klassizismus. Auch die Initiative von Ljudmila Putina, das Zentrum, Entwicklungszentrum. Links weiter, so blau und rosa angestrichen, das ist ein Skatepark, der beste in Russland, links. Also von Fachleuten aus Deutschland gebaut. Skatepark. Rechts im Park sehen wir eine Kapelle vorne für die Afghanistan, Tschetschenien, so in Afrika gefallene Soldaten. Ja. Hier geradeaus. Rechts, grün angestrichen, steht die alte Hohe Handelsschule. Heute die Polytechnische Schule. Und links, das litauische Konsulat. Die Wohnung und
so. Also, meine liebe Damen und Herren, Kaliningrad ist also das administrative, kulturelle und Industriezentrum des Kaliningrader Gebiets. Die Einwohnerzahl, nach der Einwohnerzahl werden wir heute bei unserem Bürgermeister fragen. Einige leben hier ohne diese Stempel. Sie leben irgendwo in östlichen Kreisen des Gebiets, aber dort gibt es keine Arbeit. Dort gibt es etwa 20, 30 Bewerber für einen Arbeitsplatz und hier kann man die Arbeit finden. Und sie leben hier mit einer Wohnung oder am Wochenende sind sie bei den Familien. Also praktisch leben hier diese wahrscheinlich so 600.000. Etwa 76% sind Russen, aber die Russen sind da auch alle gemischt. Manchmal sind bei einigen der Vater Armenier, die Mutter Weißrussin, selbst Russe. In unseren Pässen steht die Nationalität nicht. Man schreibt bei der Volkszählung, was er will. Keine kontrolliert. Einige Nationalitäten sind durch kleine Gruppen vertreten. Hier leben zum Beispiel 10 Lakzen. Lakze, das ist eine Nationalität im Norddagestan. Hier lebt ein Indianer, kommt vom fernen Osten, leitet den Club für Jäger und Fischer. Das Land ist tolerant und sie hat so diese lange Traditionen der Toleranz, konfessionellen und nationalen Toleranz. Wir leben hier alle in Eintracht und Frieden. Hier gibt es keine nationalen Probleme. Also die tschetschenische Diaspora ist auch ziemlich groß hier. Sie benehmen sich ordentlich. Also ich helfe sogar der Miliz. Sie helfen sogar der Miliz. Wenn etwas geklaut wird oder so, die Tschetschenen können ein bisschen helfen dann. Das zeigt vor allem, dass Menschen haben das Geld, das alles zu kaufen. Also die Supermärkte sind immer voll mit Einkäufern. Rechts sehen wir schon die Schienen vom Nordbahnhof. Eine deutsche Lokomotive, einfach als Souvenir oder so zum Beschauen, vorne rechts, so in den Kriegsjahren gebaut. Nach dem Westen und besichtigen die westlichste Stadt Russlands, Pillau. Und über Pillau werde ich Ihnen noch erzählen, aber jetzt ein bisschen so über die Straße, die wir jetzt fahren. Und wir fahren zwar in den Gartenstadt Marauenhof. Links steht die Neuapostolische Kirche. Diese Kirche ist bei uns sehr aktiv. Ach, das ist die hier. Die habe ich ja. Noch im 17. Jahrhundert hat der Kaufmann Marauen hier ein Grundstück für das Gut gekauft. Dieser Stadtteil war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts von der Stadt durch einen Bodenwall abgetrennt. Und wenn alle Bodenwälle eingeebnet wurden, entwickelte sich dieser Stadtteil ganz rasch. Schauen Sie bitte mal nach links, nach rechts. Da stehen alle alten Häuser, noch aus der deutschen Zeit. Der Krieg hat sie verschont. Solche Gartenstädte, die rundum wie ein Kranz unsere Stadt umfassen.
Also sie sind sehr gut erhalten geblieben. Also einige brauchen so die Renovierungen, die anderen sind schon renoviert worden. Hier stand, das war die Herzog-Albrecht-Allee und an dieser Stelle, wo wir jetzt fahren, stand die Herzog-Albrecht-Kirche. Das Gemeindehaus links ist erhalten geblieben und rechts sehen wir das Denkmal für Ernst Thälmann. Gerade rechts ist das Gebäude der Bank Moss. Zwei Städte mit solchen Straßenbahnlinien, also mit schmalem Spur. Pjatigorsk im Kaukasus, das ist meine Heimatstadt, ja. Und Kaliningrad. Mensch, das kennt er. Oh, das ist Ihr Haus hier. Und ich zeige Ihnen jetzt das zukünftige deutsche Konsulat, links, im Bau, im Baugerüst, links. Wir haben schon so ein deutsches Konsulat im provisorischen Gebäude, deutsche Visa werden hier ausgestattet, aber das soll so das vertragen. Und wir sind jetzt auch in der Heimat-Ecke von Lyudmila Putina. Ja, das steht nicht dabei. Sie hat so in der Schule Nummer 8 gelernt. Das ist nach rechts, ein Kilometer weiter. Und sehen hier den Oberteich. Und nach der Initiative von Lyudmila Putina wurde der Oberteich verschönert. Eine Promenade wird gerade angelegt. Und ein schöner Park für Kinder und Jugendlichen, Unterhaltungspark, schon gebaut, fertig gebaut. Also alles für die Kinder. Hier gibt es sogar so eine kleine Stadt für ganz kleine Autofahrer. Ab 3 Jahren kann man hier kleine Autos fahren, rechts. Mit allen Straßenzeichen und Stadtobjekten, Ampeln. Hier in diesem Park, in diesem Park ist auch, so rechts sehen wir jetzt, ein richtiges Palast in besten russischen Traditionen des Klassizismus. Auch die Initiative von Lyudmila Putina, das Zentrum, Entwicklungszentrum. Links weiter, so blau und rosa angestrichen, das ist ein Skatepark. Der beste in Russland, links. Also von Fachleuten aus Deutschland gebaut. Skatepark. Skatepark. Rechts im Park sehen wir eine Kapelle vorne für die Afghanistan, Tschetschenien, so in Afrika gefallene Soldaten. Hier geradeaus. Rechts, grün angestrichen, steht die alte Hohe Handelsschule. Heute die Polytechnische Schule. Und links, das litauische Konsulat. Also, meine liebe Damen und Herren, Kaliningrad ist also das administrative, kulturelle und Industriezentrum des Kaliningrader Gebiets. Die Einwohnerzahl, nach der Einwohnerzahl werden wir heute bei unserem Bürgermeister fragen. Einige leben hier ohne diese Stempel, sie leben irgendwo in östlichen Kreisen des Gebiets, aber dort gibt es keine Arbeit, dort gibt es etwa 20, 30 Bewerber für einen Arbeitsplatz und hier kann man die Arbeit finden und so, sie leben hier mit einer Wohnung oder am Wochenende sind sie bei den Familien. Also praktisch leben hier diese wahrscheinlich so 600.000. Etwa 76% sind Russen, aber die Russen sind da auch alle gemischt. Manchmal sind bei einigen der Vater Armenier, die Mutter Weißrussin, selbst Russe. In unseren Pässen steht die Nationalität nicht. Man schreibt bei der Volkszählung, was er will.
keine kontrolliert. 1000 Russland. Einige Nationalitäten sind durch kleine Gruppen vertreten. Hier leben zum Beispiel 10 Lakzen. Lakze, das ist eine Nationalität in Norddagestan. Ja, und hier lebt ein Indianer, kommt vom fernen Osten, leitet den Club für Jäger und Fischer. Und das Land ist tolerant und sie hat so diese lange Traditionen der Toleranz, konfessionellen so, und nationalen Toleranz. Wir leben hier alle in Eintracht und Frieden. Hier gibt es keine nationalen Probleme. Also die tschetschenische Diaspora ist auch ziemlich groß hier. Sie benehmen sich ordentlich. Also ich helfe sogar der Miliz. Sie helfen sogar der Miliz, wenn etwas geklaut wird oder so. Die Tschetschenen können ein bisschen helfen dann. Das zeigt vor allem, dass Menschen haben das Geld, das alles zu kaufen. Also die Supermärkte sind immer voll mit Einkäufern. Rechts sehen wir schon die Schienen vom Nordbahnhof. Eine deutsche Lokomotive, einfach als Souvenir oder so zum Beschauen, vorne rechts, so in den Kriegsjahren gebaut. Den Westen und besichtigen die westlichste Stadt Russlands, Pillau. Und über Pillau werde ich Ihnen noch erzählen, aber jetzt ein bisschen so über die Straße, die wir jetzt fahren. Und wir fahren zwar in den Gartenstadt Marauenhof. Links steht die Neuapostolische Kirche. Diese Kirche ist bei uns sehr aktiv. Ach, das ist die hier. Die habe ich ja. Noch im 17. Jahrhundert hat der Kaufmann Marauen hier ein Grundstück für das Gut gekauft. Und dieser Stadtteil war bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts von der Stadt durch einen Bodenwall abgetrennt. Und wenn alle Bodenwälle eingeebnet wurden, entwickelte sich dieser Stadtteil ganz rasch. Schauen Sie bitte mal nach links, nach rechts. Da stehen alle alten Häuser, noch aus der deutschen Zeit. Der Krieg hat sie verschont. Solche Gartenstädte, die rundum wie ein Kranz ja, so unsere Stadt umfassen, also, sie sind sehr gut erhalten geblieben. Also einige brauchen so die Renovierungen, die anderen sind schon renoviert worden. Hier stand, das war die Herzog-Albrecht-Allee und an dieser Stelle, wo wir jetzt fahren, stand die Herzog-Albrecht-Kirche. Das Gemeindehaus links ist erhalten geblieben und rechts sehen wir das Denkmal für Ernst Thälmann. Gerade also. Rechts ist das parallel. Gebäude der Bank Moss. Zwei Städte mit solchen Straßenbahnlinien, also mit schmalem Spur. Pjatigorsk im Kaukasus, das ist meine Heimatstadt, ja. Und Kaliningrad. Mensch, das Kinder. Oh, das ist Ihr Haus hier. Und ich zeige Ihnen jetzt das zukünftige deutsche Konsulat, links, im Bau, im Baugerüst, links. Wir haben schon so ein deutsches Konsulat im provisorischen Gebäude, deutsche Visa werden hier ausgestattet, aber das soll so das vertragen. Ja.
Und wir sind jetzt auch in der Heimat-Ecke von Lyudmila Putina. Ja, da steht nicht dabei. Sie hat so in der Schule Nummer 8 gelernt. Das ist nach rechts, ein Kilometer weiter. Und sie sind hier den Oberteich und nach der Initiative von Lyudmila Putina wurde der Oberteich verschönert. Eine Promenade wird gerade angelegt und ein schöner Park für Kinder und Jugendliche, Unterhaltungspark, schon gebaut, fertig gebaut. Also alles für die Kinder. Hier gibt es sogar so eine kleine Stadt für ganz kleine Autofahrer. Ab 3 Jahre kann man hier kleine Autos fahren, rechts. Ja, ja. Mit allen Straßenzeichen und Stadtobjekten, Ampeln. Hier in diesem Park. In diesem Park ist auch, so rechts sehen wir jetzt, ein richtiges Palast in besten russischen Traditionen des Klassizismus. Auch die Initiative von Lyudmila Putina, das Zentrum, Entwicklungszentrum. Links weiter, so blau und rosa angestrichen, das ist ein Skatepark, der beste in Russland, links. Also von Fachleuten aus Deutschland gebaut. Skatepark. Rechts im Park sehen wir eine Kapelle vorne für die Afghanistan, Tschetschenien, so in Afrika gefallene Soldaten. Ja. Hier geradeaus. Rechts, grün angestrichen, steht die alte Hohe Handelsschule. Heute die Polytechnische Schule. Und links das litauische Konsulat. Also, meine liebe Damen und Herren, Kaliningrad ist also das administrative, kulturelle und Industriezentrum des Kaliningrader Gebiets. Die Einwohnerzahl, nach der Einwohnerzahl werden wir heute bei unserem Bürgermeister fragen. Einige leben hier ohne diese Stempel. Sie leben irgendwo in östlichen Kreisen des Gebiets, aber dort gibt es keine Arbeit. Dort gibt es etwa 20, 30 Bewerber für einen Arbeitsplatz und hier kann man die Arbeit finden. Und sie leben hier mit einer Wohnung oder am Wochenende sind sie bei den Familien. Also praktisch leben hier diese wahrscheinlich so 600.000. Etwa 76% sind Russen, aber die Russen sind da auch alle gemischt. Manchmal sind bei einigen der Vater Armenier, die Mutter Weißrussin, selbst Russe. In unseren Pässen steht die Nationalität nicht. Man schreibt bei der Volkszählung, was er will. Keine kontrolliert. Einige Nationalitäten sind durch kleine Gruppen vertreten. Hier leben zum Beispiel 10 Lakzen. Lakze ist eine Nationalität im Norddagestan. Hier lebt ein Indianer, kommt vom fernen Osten, leitet den Club für Jäger und Fischer. Das Land ist tolerant und sie hat so diese lange Traditionen der Toleranz, konfessionellen und nationalen Toleranz. Wir leben hier alle in Eintracht und Frieden. Hier gibt es keine nationalen Probleme. Also die tschetschenische Diaspora ist auch ziemlich groß hier, aber sie benehmen sich ordentlich. Also ich helfe sogar der Miliz. Ja, und
Sie helfen sogar der Miliz, wenn etwas geklaut wird oder so. Die Tschetschenen können ein bisschen helfen dann. Das zeigt vor allem, dass Menschen haben das Geld, das alles zu kaufen. Also die Supermärkte sind immer voll mit Einkäufern. Rechts sehen wir schon die Schienen vom Nordbahnhof. Eine deutsche Lokomotive, einfach als Souvenir oder so zum Beschauen, vorne rechts, so in den Kriegsjahren gebaut. Platz 7.